diesem Video gebe ich dir 10 Fakten, durch die du zweimal überlegst, ob du bei Temu bestellst oder nicht. Nach einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Apinio haben bereits 26% der Deutschen im letzten halben Jahr auf Temu bestellt. Schätzungen zufolge werden pro Tag 200.000 Pakete über Temu nach Deutschland geliefert. Und dabei ist Temu in Deutschland noch nicht mal ein Jahr am Markt und konnte sich in dieser Zeit schon unter den Online-Marktplätzen in Deutschland auf dem Platz 4 positionieren. Und das ist wirklich krass. Damit ist Temu in Deutschland hinter Amazon, eBay und nur ganz knapp hinter Otto. In diesem Video habe ich 10 Fakten für dich vorbereitet, die du wissen solltest, wenn du schon mal bei Temu bestellt hast oder vorhast, bei Temu zu bestellen. Fakt Nummer 1. Wenn du bei Temu bestellst, liegen alle deine persönlichen Daten bei der chinesischen Regierung. Denn alle chinesischen Unternehmen sind verpflichtet, ihre Daten der chinesischen Regierung abzutreten. Fakt Nummer 2. Produkte aus dem Ausland, die nicht den EU-Richtlinien entsprechen, können im schlimmsten Fall juristische Folgen für den Käufer haben. In diesem Fall also für dich. Fakt Nummer 3. Hinter Temu steckt die PDD Holding, ein Unternehmen, das in der Vergangenheit schon häufig für Skandale und Menschenrechtsverletzungen bekannt war. Fakt Nummer 4. Man fragt sich ja häufig, wie kann Temu diese günstigen Preise rechtfertigen? Nun ja. Es steht im Raum, dass Temu die Daten, die sie von dir bekommen als Käufer, gegebenenfalls an Dritte weiter veräußern könnte. Das heißt, dass die deine Daten an dritte Personen verkaufen. Das ist ein Gerücht über Temu. Fakt Nummer 5. Viele Produkte auf Temu haben keine CE-Kennzeichnung, was natürlich Fragen für die Sicherheit im deutschen und europäischen Markt aufwirft. Das war erst die Hälfte der Liste und ich glaube, den meisten ist jetzt schon klar, dass Temu mehr als nur ein dunkles Geheimnis hat. 96% unserer Online-Marketing-Show-Zuschauer schauen unsere Videos regelmäßig, aber haben unseren Kanal noch nicht abonniert. Deshalb jetzt Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und gib dem Video doch gerne ein Like. Und wenn du jemanden kennst, der schon mal bei Temu bestellt hat oder es noch vorhat, bei Temu zu bestellen, dann teile doch gerne dieses Video mit dieser Person. Nun aber weiter zu den Fakten. Fakt Nummer 6. Was im Einkauf und im Warenkorb noch sehr, sehr günstig aussieht, das kann sich kurz vor Bestellabschluss nochmal drastisch ändern. Denn es gibt hier viele Einfuhrumsatzsteuern, die man als Käufer übernehmen muss. Oder auch Zollgebühren, von denen man vorher aber noch nichts wusste. Fakt Nummer 7. Temu nutzt ganz, ganz viel Glücksspiele, wie zum Beispiel ein Glücksrad auf der Startseite des Online-Shops, um somit mehr Kunden zum Kauf zu animieren, was natürlich ethisch sehr, sehr fragwürdig ist. Fakt Nummer 8. Einige der Temu-Produkte sind natürlich auch Plagiate und können für dich als Käufer natürlich auch gesundheitliche Risiken bringen. Fakt Nummer 9. Im Jahr 2021 gab es bereits bei der Muttergesellschaft von Temu 2 Todesfälle wegen Überarbeitung von Fabrikmitarbeitern. Fakt Nummer 10. Und hier möchte ich mal von meiner eigenen Testbestellung bei Temu berichten. Ich habe eine Testbestellung bei Temu durchgeführt und habe dort 2 Artikel im Wert von zunächst mal 10 Euro gekauft. Also pro Artikel 5 Euro. Es waren Badeschlappen 5 Euro und es war eine Kette für 5 Euro. Am Ende musste ich dann nur noch 7 Euro zahlen, weil noch sämtliche Rabattaktionen und so weiter und so fort abgezogen wurden. Am Ende hatte ich dann einen Warenkorbwert von 7 Euro. Ich habe das Ganze dann bestellt und es war vorher deklariert, dass wenn dieser Artikel zu spät bei mir zu Hause ankommt, dass ich dann im Nachgang nochmal 5 Euro geschenkt bekomme. Und genauso war es. Ich habe am Ende für diese beiden Artikel, das waren Badelatschen und eine Kette, 2 Euro im Einkauf bezahlt. Wie das alles möglich sein kann, ich kann es dir nicht beantworten. Am Ende bleibt es dir selbst überlassen, ob du bei Temu bestellen möchtest oder nicht. Schreibe mir deine Erfahrungen, die du vielleicht schon mit Temu gesammelt hast oder von Bekannten gehört hast, gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich auf die Diskussion. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.